Wisst ihr, wer die allerärmste Frau auf dem Planeten ist? Es ist definitiv eine. Und zwar Aline Bachmann. Die ist wirklich gänzlich unschuldig in allem, was ihr jemals vorgeworfen wurde. Und der böse Jasnero haut immer wieder drauf. Shuyoka auch. Ja, Shuyoka auch. Direkt Platz 2, aber ich würde schon sagen, Aline Bachmann ist schlimmer. So. Und ARD hat eine Doku über die gemacht, wo Jasnero auch drin vorkam, KuchenTV kam auch drin vor, da waren einige drin, ich glaube Rezo auch. Und darauf antwortet der gute Jasnero jetzt. Schauen wir mal rein. Tragische Botschaft. Die Like-Rate von 10% wurde dieses Mal tatsächlich nicht abgerissen. Ausnahmsweise bleib ich mal konsequent. Wird sie dieses Na, okay, dann komm. Hier, Mal Nero. erreicht, gibt's im nächsten Video dann wieder einen Gutschein. Ich überlege mir übrigens eine andere Methode, wie ich die guten Scheine verstecken kann, weil einige 200 IQ Big Brains immer durchs Video hoppen oder auf mal 2 gucken. Vielleicht ein Rätsel oder irgendwie sowas. Falls euch was einfällt, Auf schreibt was es mir gerne in gucken? die Kommentare. Na, Freunde, ihr könnt es wahrscheinlich nicht fassen. Die Aline Bachmann bzw. Cybermobbing-Doku der ARD ist endlich raus. Unsere herzallerliebste Lieblingspraline hat ja bereits. Ganz kurz mal, ist Aline Bachmann nicht eigentlich eher die Cybermobberin? Just saying. Bereits vor Ewigkeiten damit geprahlt und verkündet: So, ihr lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Klabusterbären am Pöter. Lustigerweise. Es war gerade actually ein Ihr lieben akkurateres Bild Hater, von Aline ihr. Bachmann. Die sieht tatsächlich ein bisschen eher so aus als auf diesem überarbeiteten Foto hier. Jetzt habt ihr richtig Klabusterbären am Pöter. Lustigerweise hat ihr damals einfach niemand geglaubt, dass diese Doku überhaupt kommt, weil sie Ähnliches ja schon des Öfteren angekündigt hat. Leer angekündigt. Deswegen konnte ich die Skepsis und die Nachfrage, ob die Doku denn gerade mit ihr in einem Raum ist, schon nachvollziehen. Zugegeben habe ich persönlich das ja auch nicht geglaubt, bevor ich die Anfrage bekommen habe, ob ich dabei mitmischen will. Einige von euch werden sie sicherlich bereits gesehen haben, zumindest entnehme ich das in ungefähr 500 Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt, mit der Bitte dazu etwas zu sagen. Ich fasse sie natürlich trotzdem kommentiert mit meiner Sicht auf die Dinge zusammen, bevor ich mich dem Inhalt im Detail widme. Allerdings fokussieren wir uns 1,2 heute Milliarden größtenteils auf den sind Rundown der vielen Dank für Ereignisse. 10 Bits. Gebe euch Das ist Insights, ein Kleingeld. paar zusätzliche Man, Informationen Gamma und schickt 10 natürlich Bits. sehr, sehr viel Meinung, wie ihr es von mir eben kennt. Alles, was ich sonst noch damit vorhabe, in einem Video verpackt, wäre einfach schier unmöglich. Zum einen ist gerade wahnsinnig viel los und zum anderen aus zeittechnischen Gründen. Ich habe eine Boah, jetzt mit meinem Anspruch hier an mehrere Videos die Woche habe ich auch immer extreme Probleme, mich zur Arbeit rechtzeitig zu motivieren. Weil ich habe ja gestern das letzte Video hochgeladen, hier Einzig Weekly. Und jetzt habe ich gestern Abend und heute, bis gerade vor dem Stream, das nächste Skript geschrieben. Jetzt muss ich morgen wieder aufnehmen. Morgen Abend dann, wo ich nicht streame, ich streame ja jetzt nur alle 2 Tage, das wieder schneiden. Nächsten Morgen dann entweder noch fertig schneiden, wenn ich dazu nicht gekommen bin, bis zum Abend fertig gekommen bin. Dann muss ich das Thumbnail machen, hochladen. Und am gleichen Tag, nachdem ich ein Video online gestellt habe, dann wieder mit dem nächsten Skript beginnen. Damit ich das am nächsten Tag, wo ich dann wieder streamen muss am Abend, fertigstellen kann. Und dann wieder Tag drauf aufnehmen, schneiden und wieder hochladen. Das ist mimi, genau. nämlich ein striktes Release-Fenster und wir haben es hier einfach mit einem Riesenbrocken. Einem Riesenbrocken zu tun, zu dem ich auch noch sehr, 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 sehr viel zu sagen habe. Ich könnte mir den Mund darüber fusselig reden. Und das übrigens nicht nur, weil ich eine nicht gerade kleine Rolle Ey, den kenne ich doch. Den da. in der Den Doku kenne ich. gespielt habe als ihr Erzfeind. Ne, so sieht sie mich zumindest und so wurde ich auch vorgestellt. Außer ihr habt jetzt kaum Interesse daran, dann kann ich mir das natürlich schenken. Ein paar Darstellungsweisen von mir und meinem Treiben im Internet sind etwas, naja, missrepräsentiert und nicht ganz akkurat im eigentlichen Kontext wiedergegeben worden, wie ich finde. Falls ihr jetzt erwartet, dass ich hier ausschließlich auf die Doku eindresche, nee, tatsächlich nicht. Natürlich habe ich klare Kritik daran zu äußern. Völlig offensichtlich, ohne Frage, aber tatsächlich auch Lob. Wir gehen hier wirklich mit Good Faith ran, denn die Doku hat einfach einiges richtig gemacht, was Vorgänger-Dokus und Reportagen desaströs verbockt haben. Ich hätte für euch 2 Beispiele für misslungene Versuche. Naja, immerhin nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf den Drachenlord gelenkt. Vielleicht Versuche das sich immerhin diesem doch nicht. sehr, sehr wichtigen Thema zu widmen. Zum einen diese unsägliche Y-Kollektiv-Doku vom Leifelsburschen über Rainer Winkler mit dem Namen Hass ist ihr Hobby. Alter, war das eine Shitshow. Wirklich, wenn es irgendein Fettnäpfchen gab, hat der Kerl das mitgenommen. Zum einen hat er über die damals am Altschauerberg stattgefundenen Hausbesuche gesprochen, dass Hater von Rainer vor seinem Grundstück standen.
Aber gleichzeitig irgendwie gefühlt selber einen gemacht, oder? Am Gatter gerüttelt haben, während sie das filmten und hochluden. Was wirklich ausführlich von Leifels kritisiert wurde. Kann man machen. Aber vielleicht sollte man dann nicht selber gegen den Willen von Rainer vor seiner Tür stehen und das filmen. Rainer hatte nämlich gesagt, ey, lasst es mal bitte. Sonst kocht das alles nur noch mehr hoch. Es wurde sogar in der Doku gezeigt, wie er das vor Ort ablehnte und den Leifels-Burschen höflichst dazu aufforderte, sich doch jetzt endlich mal zu verpissen. Statt das rauszuschneiden, wie es jeder halbwegs nachdenkende Mensch getan hätte, dachte man sich aus irgendeinem Grund, ja nö, das bleibt da jetzt drin. Congratulations, you played yourself. Ich meine, ich hab gerade kritisiert, aber wenn ich das mache, ich der Leifels-Burschen, er ist ja einer von den Guten. Bursche, dann ist es okay. Ebenfalls wurde von Dennis kritisiert, dass Hater zum Grab von Rainers Vater, Rudi Winkler, gepilgert sind. Richtig und wichtig, dass man diesen Scheiß doch bitte unterlassen soll. Aber eventuell sollte auch das dann selbst für einen gelten, wenn man es denn kritisiert. Wäre nicht verkehrt, denn auch da stand er vor dem Grab, hat es abgefilmt und veröffentlicht. Sein Ernst. Bist du deppert? Und dann auch nochmal gezeigt, wo das ist und bist so. Bist du völlig deppert? Doppelstandard ein wenig. Da sind noch viele andere Sachen schiefgelaufen, wie mutmaßliche Schauspieler, die engagiert wurden, straight up Falschinformationen und Verharmlosung von Protagonisten der Doku. Aber das ist mittlerweile ehrlich gesagt ein alter Hut und wurde schon vor Jahren komplett durchgekaut. Die andere Doku, die von vielen mit Sätzen 6 bewertet wurde, habe auch ich relativ scharf kritisiert in diesem Video. Mir fällt gerade mal auf, das steht bis heute statt Rabiat Exposed, Rabatt Exposed im Titel. VPNs hassen den Trick. Apropos, Sörschock, meine Freunde, haben sie einfach das ist schon ein bisschen dreist jetzt gewesen. Stand das also wirklich da oder nicht? Das kann ich schlecht abschätzen. Naja, holt euch das da mit Rabatt, keine Ahnung, Surfshark. Originalvideo ist ja verlinkt. Bei dem Text. Was in dieser Doku alles schiefgelaufen war, jetzt nochmal aufzuzeigen, inklusive der Antwort von der ARD auf mein Video, worüber ich auch gesprochen habe, das wird hier völlig den Rahmen sprengen. Wenn euch das interessiert, sind die Videos auf jeden Fall unten verlinkt. Aus meiner Sicht wurden da am laufenden Band super stumpfe Fehler gemacht, die echt einfach hätten... Wenn jemand komplett dumme Aussagen... Wer ist die Frau da? Vielen Dank für den Prime-Sub hier. Mit direkt. Wem redet der Typ? Sub von Hausbub. Ehre. Hausbub, danke Mieten dir. Werden können. Übrigens wurde die alte Doku vom selben Reporter zusammengeschustert wie die neue jetzt über Aline. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich vielleicht damals etwas zu hart mit dem Reporter Christoph Köbel umgegangen bin. Aber vielleicht war ich da ein bisschen sehr rabiat. Haha, ich habe diesen Mann im Rahmen meiner Teilnahme am neuen Werk kennengelernt und ich muss eigentlich sagen, das ist ein super korrekter und mir sympathischer Kerl. Ich habe mich mit dem wirklich top verstanden. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass ich... Just Nero ist aber auch echt ein umgänglicher Typ. Also ich hatte nicht super viel Kontakt mit ihm, aber auf Instagram ein bisschen mit ihm geschrieben. Der wirkt tatsächlich sehr, sehr sympathisch. Also ich mag Just Nero. Trotzdem die Sachen, die mir sauer aufgestoßen sind, hier aufzeigen werde. Ich plapper einfach wie immer frei meine Meinung raus. Es gibt eine Sache, die ich sofort vorweg ansprechen möchte. Der Trailer. Alter, wer auch immer diesen Trailer geschnitten hat, wer hat dir vor scheiß Schienbein getreten? Meine Güte, hat das einen falschen ersten Eindruck auf die Doku gegeben. Als ich den gesehen habe, dachte ich erstmal, ach du Scheiße, das wird die übelste Clown-Fiesta. Nicht nur ich dachte mir das übrigens. Man sieht so ein paar heftige Szenen aus der Doku, was für kriminelle Energie teilweise hinter manchen Leuten steckt, die an dieser Aline Bachmann-Telegram... Das ist... Allein dieses Bild hier... Was... Wie viele Klischees möchtest du erfüllen? Ja. Ram-Gruppe partizipiert haben. Wir sprechen hier von den übelsten der üblen Drohungen, die gegen sie ausgesprochen wurden. Systematische Zweckentfremdung von Notrufnummern. Absichtlich falsch ausgelöste Polizeieinsätze. Generelle Cyber... Ja, sowas geht halt auch generell gar nicht. Das hat überhaupt nichts mit Aline Bachmann zu tun. Oder ist natürlich auch da absolut gar nicht zu rechtfertigen. Kriminalität wie Hacking, Doxing, Verletzung der Privatsphäre der obersten Güteklasse, Fake-Lieferando-Bestellung, Psychoterror, Bombendrohung und. Unterteilt wurde das Ganze in verschiedenen Leveln des digitalen Hasses. Und dann, naja, kam eine Szene, bei der ich schlucken musste. Ich zeig sie euch einfach kurz. Wer war da alles? Warte mal. Also, wir haben Da Vinci. Ist er überhaupt noch relevant? Also, Da Vinci ist korrekt, aber ist er noch relevant? Just Nero, KuchenTV, Rezo und Ungeklickt. ist klar, okay. Alles das Gleiche. Level 2, die YouTube-Welle.
Eingeblendet werden Da Vinci, KuchenTV, Rezo, Unge und ich. Auf mich hat man sogar rangezoomt. Das kam erstmal so rüber, als wären die eben genannten YouTuber Teil des Ganzen. Als würden sie zu diesem sogenannten Cybermobbing-Kartell mit dazugehören. In der Doku wurde das allerdings richtigerweise nicht so dargestellt. Und ihn hier kenne ich von Twitter. Warum? Also im Trailer. Wer hat da gepusht? Meine Güte. Ich habe erstmal ein Herzkasper bekommen und dachte mir, oh mein Gott, die werden mich so aus dem... Man bin gerade über den YouTube-Algorithmus herangekommen. Freut mich, dass du reinschaust und direkt Primes up da lässt. Kontext gerissen haben. Ich werde jetzt hier als Cybermobber porträtiert. Es ist übrigens nicht so, als wäre ich einfach nur ein hageldämlicher Trottel. Bin ich schon, aber ich habe es nicht als einziges missverstanden. Stay hat das zum Beispiel nicht geblickt. Nella verstand nicht, was... Na gut, okay, wenn es Stay nicht blickt, dann hast du schon mal vieles richtig gemacht, oder? Also, come on, wenn es Stay nicht blickt, hast du relativ vieles richtig gemacht. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn es Stay blickt. Aber Nella, folgt mir auf Twitter, deswegen, die ist korrekt. Da abging. Selbst ein Rezo dachte sich, Momentchen mal, was ist hier gerade los? Ich habe mich diesbezüglich auch mit ihm ausgetauscht. Von den paar hundert Leuten, die mich auf den Trailer hin angeschrieben haben und es genauso interpretiert haben, zu schweigen. Vor allem, was hat Rezo überhaupt damit zu tun? Sein einziger Berührungspunkt mit Aline war, dass sie ihn random aus dem Nichts verbal attackiert hat und für irgendwas die Verantwortung zugeschoben hat. Darauf ist er in einer einzigen Reaction auf Alpha Kevin eingegangen. Sonst habe ich kein einziges Video von ihm dazu gefunden. Nicht eins. Und selbst bei diesem Kontakt wusste er überhaupt nicht, warum er jetzt von Praline angepöbelt wurde. Steht auch im Titel. Also ist ja höchst interessant, wenn man gerade durch ein Video erfährt, dass man mit einer Person Beef hat. In der Doku selbst ging es auch irgendwie zu 0% um Rezo. Also der Trailer, naja, der war es nicht so ganz, sag ich mal vorsichtig. Kommen wir zum Rundown. Anfangs wird die Protagonistin. Na gut, vielleicht war es ein Ragebait. Ein sehr ungünstiger Ragebait, aber ein Ragebait. Aline vorgestellt, wer sie ist, was sie so treibt und natürlich die Erlebnisse, die sie mit anderen Menschen im und außerhalb des Internets hatte. Welche nicht so unbedingt positiv waren, um es gelinde zu sagen. Dazu später mehr, weil sie trotzdem aus meiner Sicht einfach viel zu positiv weggekommen ist und nur so grob 1% ihrer Verfehlungen besprochen wurden. Man muss aber natürlich sagen, was ihr teilweise passiert ist, ist auch durch ekelhaftes, widerliches Schmutzverhalten nicht zu rechtfertigen. Klar, man kann zu einem gewissen Grad natürlich gleichzeitig Täter und Opfer sein. Wie vorhin schon gesagt, reden wir von Drohungen, Hacking, was ja übrigens mir unterstellt hat und darin endete das juristisch. Dann noch das Abfangen ihrer Post, Doxing, Veröffentlichen höchst privater Bilder, Lieferando-Bombing und. Zusammengefasst, so Leute. Aber das heißt ja auch nicht, dass man sie nicht mehr sachlich kritisieren darf. Forza ist fertig runtergeladen. Bei ihr endete es allerdings nicht. Auch andere Menschen wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. Unter anderem zum Beispiel durch Bombendrohungen an Schulen und Weihnachtsmärkten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Halt wirklich durchweg kriminelle Scheiße, die es zu verurteilen gilt. Ehrlicherweise verurteilt jeder Mensch, der nicht gänzlich bescheuert in der Rübe ist, solche Taten so oder so. Aber dennoch halte ich es für gut und sogar wichtig, aufzuzeigen, wie so etwas zustande kommt und mal ein bisschen tiefere Einblicke in diesen wirklich düsteren Morast des Internets zu geben. Das ist dieser Doku übrigens wirklich gut gelungen, im Gegensatz zu den Vorgängern. Die haben selbst das vergeigt. Wie auch immer man das vergeigen kann, weiß ich auch nicht. Trotzdem, gut gemacht. So kann ich nichts anderes sagen. Im Zuge der Aufklärung darüber wurden... Na gut, immerhin. Aber ich hab's dir mir nicht angeschaut, die Doku, ganz. Weil ich dachte, ich schaue mir ein Video von Just Nero oder so drüber Einige mal mehr, mal weniger Beteiligte der Causa Aline interviewt. Zum einen, das wird euch jetzt heftigst überraschen. Sie selbst? Ja, da hätte jetzt keiner mit rechnen können, wa? Pika. Dann Nella, eine Hacktivistin, die in weiten Teilen gegen Cyberkriminalität à la Couleur vorgeht und... Die sieht da so anders aus. Na gut, macht wahrscheinlich die Brille aus. Aber die folgt mir auf Twitter. Dabei eng mit Behörden und der Polizei zusammenarbeitet. Übrigens haben wir sogar mal bei einem wirklich heftigen Fall kooperiert. Auch eine absolut kranke Geschichte, vielleicht erzähle ich die irgendwann mal. Jedenfalls kann man sagen, sie leistet durchaus vernünftige und... Hey, die sieht doch ganz anders aus da. ...stabile Arbeit. Nella hat übrigens nicht, wie von Aline behauptet, blind angefangen gegen sie zu bashen und ist auch nicht für die ganzen Straftaten verantwortlich, die im Zuge des Aline-Games stattgefunden haben. Ja, nicht nur mir wurde die Schuld zugeschoben, sondern auch ihr und noch so ein paar anderen Leuten, je nachdem, mit wem sie gerade mal Krawall haben wollte. Komplett clean ist Nella in dem Fall aber auch nicht. Allerdings hat sie sogar in Teilen versucht, der Bachmann zu helfen und sie wachzurütteln. Gerade anfänglich, was dringend notwendig gewesen wäre,
hätte sie es denn mal zugelassen. Dieser anfangs gute Wille wurde von Aline mit, na was wohl, Wüstenbeleidigungen und Beschuldigungen quittiert, weil sie halt nicht blind helfen was ganz wollte. Neues. Und auch nicht alles gut hieß, was von ihrer Seite aus in den Äther gepustet wurde. Wehe, man kritisiert diese Frau. Dann wurde auch noch ich interviewt und zu meinen Videos befragt, als ihr quasi Erzfeind, wenn man es so nennen mag. In der Doku wurde aufgezeigt, dass es ein ziemlich hitziges Hin und Her zwischen Aline und mir gab, welches sich auch über Jahre erstreckt hat und dann irgendwann in einem juristischen Prozess geendet ist. Auch wenn es jetzt eine Zeit lang ruhig war, habe ich so den ganz leisen Verdacht, dass diese Ruhe nicht mehr allzu lange halten wird und es gerade ziemlich brodelt. Wir kennen das von Aline. Wenn diese Frau denkt, sie hat gerade mal die Oberhand oder ein bisschen Hochwasser, ne, dann ist der nächste Durchraster nicht mehr allzu weit. Anmerkung. Ey, als hätte ich es vorausgesagt. Aline geht komplett steil auf Nella gerade. Komplett. Schaut es euch einfach mal bitte selber an. Trotzdem glaubt sie, durch die Hater auch ein besserer Mensch geworden zu sein. Und da kann ich an dem Punkt wirklich Danke sagen. Eine liebe Nella! Der Hacker, der komplette Daten veröffentlicht hat. Liebe Nella! Adriana ist dein Ex-Freund. Hat sie damit recht? Wir sind ja Freunde gewesen. Wir sind ja Freunde gewesen! Du hast den ganzen Scheiß gegründet, Nella. Und du stellst dich. Soll ich euch das mal zeigen, wie die sich im Internet hinstellt? Soll ich euch mal zeigen, wie die sich im Internet hinstellt? Nella? Hackerin? Guckt mal, wie sie hier auf ihren Bildern aussieht. Wie toll. Wie selbstbewusst. Wie toll sie da aussieht. Er hätte ja gar nicht anders sagen. Also ja, so im direkten Vergleich. Also ja, ich stimme dir in deiner Aussage so im direkten Vergleich zumindest mal zu. Also, Wow, also sie sieht gut aus. Na dann, wir sollten mit Mistgabeln gegen sie losziehen, wenn sie auf ihren Bildern gut aussieht. Wie kann sie es wagen? Sein können. Ebenfalls interviewt wurde Christian Solmecke. Natürlich ist er dabei, wenn irgendwas juristisch vorgefallen ist. Er hat in Teilen den Rechtsstreit von Aline und mir bewertet. Und natürlich auch nicht zu vergessen, ein Insider der sogenannten NWO, der ein wenig aus... Ja, natürlich ist das ein Insider der NWO. Der hat nämlich so eine Maske auf. Ich bin immer ganz, ganz skeptisch bei irgendwelchen Insidern, von denen ich selber die Identität nicht überprüfen kann. Ich meine, theoretisch kann da jeder Praktikant mit einer Maske sitzen. Dem Nähkästchen geplaudert hat. Zu diesem mutmaßlichen Kollektiv NWO gibt es auch einiges zu sagen. Es gab nämlich eine ursprüngliche NWO mit so ein paar etwas bekannteren Nasen und eine NWO 2.0. Quasi ein Branding, das sich jeder Dulli im Internet geben kann, wie er lustig ist, wenn ihm gerade der Sinn nach so ein wenig edgy sein steht. Diese Unterteilung ist relativ wichtig, um das Ganze zu verstehen, weil sich die damaligen Leute mit ihren Aktionen wirklich größtenteils, allerdings auch nicht immer auf das Internet beschränkt haben, dabei unflätig und asozial hoch 5 gewesen sind, aber eine gewisse Grenze eingehalten haben. Daran gibt es trotzdem nichts zu beschönigen. Das kann man nicht gut reden. Die Menschen, die heute im Mantel dieses Namens agieren, kennen hingegen gar keine Grenzen und Tabus mehr. Die haben massivste kriminelle Energie und schrecken wirklich vor gar nichts mehr zurück. Ich meine Bombendrohungen an Schulen, quasi die alte NWO auf Crack, Steroiden und mit Bienen im Mund. Gott sei Dank sind die Behörden / Polizei so unfassbar kompetent, was Kriminalität, die vom Internet ausgeht, angeht. Ja, genau. Ja. Zum Glück wird das sehr, sehr scharf verfolgt und auch absolut immer wirklich auch sehr ernst auch genommen auch. Sehr ernst. Naja. Man könnte meinen, dass die zuständigen Behörden eine Truppe kopfloser Hühner sind, die es krachend überfordert, sobald eine Person eine VPN benutzt. Einfach der Outplay-Button wie Weigers Ult. Aber wie gesagt, mehr dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Die Eskalationsstufen und Vorfälle unterschiedlicher Härtegrade wurden wie erwähnt aufgeteilt in 7 Level. Level 1. Provokation, um in dem Fall Aline ein paar eher ungünstige Reaktionen zu entlocken, mit denen sie sich wenn ins andere was anderes behaupten. Ich weiß nicht, ob man Aline provozieren muss, damit sie ungünstige Aussagen für sich selber trifft. Also ich glaube, das kriegt sie schon alleine hin eigentlich. Also ich weiß nicht, da muss man eigentlich nichts gezielt machen. Eigene Beine. Vielen Dank für den Follow. Oh Junge, die haben sie auch bekommen. Das haben halt einfach viele, die es im Internet etwas doller abbekommen, gemeinsam. Sie wissen nicht, wie man mit Provokationen umzugehen hat. Was man nicht tun sollte, anfangen zu brüllheulen und in die Kamera zu blöken, wie doll einem die Aktion doch wehtun und wie sehr man darunter leidet. Jeder, der auch nur über das geringste...
Ja, aber wenn KuchenTV das zu Shuyoka sagt, dann ist er natürlich ein Mobber, der das Opfer silenzen möchte. Level Medienkompetenz verfügt, checkt halt, dass das genau die Reaktion ist, die gewollt wird. Level 2, die YouTube-Welle. Kritiker von Aline wie Da Vinci, KuchenTV, ich und noch ein paar andere. Wir haben mit den krassen Vorfällen und Straftaten nichts zu tun, sind laut der Doku aber die Schachfiguren der NWO. Na, das sehe ich ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Doch, die spielen die wie eine Geile. Level 3, der Hackerangriff. Ich persönlich muss sagen, ich hätte... Also nein, aber ich spiele gerade auf etwas anders, nur manchmal. Ich habe sogar ein deutlich höheres Level gegeben, weil die Sachen, die damit im Zusammenhang passiert sind, schon verdammt heftig waren. Das sind mit die schlimmsten Sachen, die passiert sind. Level 4, Liefereskalation. Gemeint sind damit zum Beispiel große Zahlen von fälschlichen Lieferando-Bestellungen, die mit ihren Namen zu ihren... Ja, ich meine, wenn es vorher bezahlt ist, Aline kann das bestimmt gut brauchen. Ihre Adresse beordert wurden. Es gibt übrigens jemanden, wie kann man so dedicated sein, der hat einen Bot programmiert, der in wenigen Sekunden hunderte Lieferando-Bestellungen vollautomatisiert tätigt. Manche Leute haben auch echt nichts in ihrem Leben erreicht. Es wurden haufenweise Pakete von Fremden unter ihrem Namen zu ihr bestellt. Level 5. Weitere Marionetten und nützliche Idioten, die instrumentalisiert werden, um ihr zu schaden. Auch gemeint sind damit die Masken selbst, wie sie betitelt werden. Halt alles und jeder, der wie eine Puppe gespielt werden kann, um Chaos oder Crossovers zu verursachen. Zumindest habe ich das aus dem Kontext so herausinterpretiert. Level 6 wird euch wahrscheinlich ein Begriff sein, Swatting. Kurz gesagt, Polizei- oder RTW-Einsätze, die unter falscher Prämisse losgetreten werden. Irgendwelche Vollknallis rufen bei der Polizei und dem medizinischen Notruf an und... Das wirklich absolut ehrenlos. Also da, also schon davor hört jeder Spaß auf, aber da ist wirklich sämtlich alles vorbei. Behaupten, dass jemand erschossen wurde, dass es eine Bombendrohung gab. Es ist einerseits einfach gefährlich, weil man die Sicherheitskräfte dafür missbraucht und die in der Zeit niemand anderem helfen können. Und andererseits natürlich auch potenziell, wenn man sagt, da ist jemand mit einer Waffe drin, für die Person, dann die, auf die der Swatting-Angriff geht. Herzleck, jemand hat einen Herzinfarkt oder sonst was. Hauptsache, Einsatzkräfte stehen in voller Montur vor deiner Tür und man kann beobachten, wie die betroffene Person deswegen eine Kernschmelze schiebt und das schön alles ins Internet stellt. Ich glaube, ich brauche hier niemandem erklären, dass das vollkommen bescheuert ist, sowas zu machen. Die Nora-App wurde übrigens deswegen, soweit ich weiß, eingestellt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und ja, tatsächlich, selbst nach vielen Monaten, die seit den Dreharbeiten vergangen sind, ist die Nora-App immer noch nicht wieder on. Wie kann man denn ein paar Monate an einer Handvoll Trolle scheitern als fucking Staat? Bei einer Sache, in die Millionen geflossen sind. Naja, aber ist gar nicht so schwer, oder? Wenn man dafür keinen wirklichen Account braucht, wenn man da nicht anrufen muss, unter Umständen, naja gut, du kannst es über die IP-Adresse eigentlich zurückverfolgen, aber wenn die dann eine VPN benutzen, würde höchstens dann gehen, wenn man dafür halt wirklich einen Account braucht, wo man irgendwie seinen Pass mit einscannen muss oder so, oder seinen Ausweis. Millionen, Junge! Zu schlechter Letzt, Level 7, das Resultat der Vorfälle. Psychose und selbst Gedanken. Soviel zum Rundown, gewürzt mit einer guten Prise Nero, um euch abzuholen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein nächster Teil oder sogar Teile wird. Kommt halt drauf an, wie viel Zeit die Aufarbeitung und Analyse in Anspruch nehmen wird. Wie gesagt, ist gerade ziemlich viel los und der Release-Plan, der piekst mir in die Seiten rein. Jedenfalls, was im nächsten Teil oder Teilen passieren wird, wir werden die Passagen anschauen und durcharbeiten, die mir persönlich am allerwichtigsten zu besprechen sind. Und zwar die, in denen ich vorkomme und involviert war. Kleines, arrogantes Stück Müll. Jetzt mal Spaß beiseite. Offensichtlich ist es mir persönlich natürlich am wichtigsten, die Passagen zu analysieren. Denn an einigen Punkten kam ich mir so ein wenig missrepräsentiert vor. Und warum wurde er eigentlich nicht zu einem Interview angefragt? Oder ist er nicht hingegangen? Weil ich habe ja gehört, er hat eine Anfrage bekommen. Aber er war anscheinend trotzdem nicht in der Doku drin. Und an einer Stelle sogar ganz... Und Just Nero zeigt sich doch. ...dezent aus dem Kontext gerissen. Andererseits fand ich es tatsächlich sehr stark und wichtig, dass in der Doku nochmal klargestellt wurde, dass ich kein Cybermobber bin und mit der ganzen düsteren Scheiße nichts zu tun habe. Ehrlich, danke dafür. Ich habe nicht damit gerechnet. Es gäbe auch einige, die das durchaus nicht so herausgestellt hätten. Und das rechne ich dem Doku-Team hoch an. Doch, Nero war dabei. Nicht traurig, dass ich das sage, oder? Es braucht trotzdem bei einigen Momenten einfach nochmal so ein paar Insights und Details, um sich ein eigenes gutes Bild von der Causa machen zu können. Ich habe grob gesagt, viel zu viel zu sagen. Ebenfalls werde ich die Doku als Gesamtwerk nochmal bewerten, und zwar aus drei verschiedenen Standpunkten. Erstens die Aufmachung, Atmosphäre und visuelle Qualität der Doku, die Production Value und... Das sah eigentlich ganz gut aus, aber das ist ja nicht untypisch. Umsetzung. So viel vorweg. Alter, das gibt eine 1 plus von mir. Holy shit, sieht diese Doku gut aus. Diese Doku ist so...
ja, für die richtigen Öffentlich-Rechtlichen ist das normal. Für Funk ist es genau das Gegenteil dann häufig, aber für die richtigen Öffentlich-Rechtlichen ist das relativ. Oh, ansehnlich und hochwertig produziert. Wer auch immer da im Schnitt saß, großes Lob von mir. Einwandfreie Arbeit. Punkt 2. Wie gut war die Doku im Aspekt der Aufklärung über Cyberkriminalität und die Strukturen dahinter? Da kriegt die Doku so grob gesagt von mir eine 2. Und natürlich Punkt 3. Die Aufklärung über Aline Bachmann. Da muss ich ehrlich sagen, durchgefallen. Zwar ist es wichtig zu zeigen, was Aline so erlebt hat. Wir reden hier von Dingen, die niemand erleben und mitmachen sollen müsste. Das ist völlig fein. Allerdings wurde Aline in meinen Augen zu harmlos und fast als reines Opfer dargestellt. Das passiert leider in solchen Dokus ständig. Man kriegt diesen Grad zwischen... Ja, weil man halt eben gerade zwischen armes Opfer und böser Täter nicht klar machen kann, dass es einerseits das eine und andererseits das andere sein kann. Und beides an einem irgendwie geht. Dem, was gemacht wurde und dem, was man abbekommen hat, einfach nicht vernünftig hin. Das habe ich noch nie gesehen, dass es passiert ist. Aline bekommt ja nicht nur von dieser kleinen Gruppe mächtig Breitseite, sondern wird halt auch in weiten Teilen des Internets scharf kritisiert, und zwar in einem Rahmen, der angebracht ist. Ich als persönlicher Nemesis, der mietfrei in ihrer Hinterrübe lebt, bin da aber natürlich auch ziemlich biased. Dennoch sieht das nicht nur ich so, sondern auch viele andere Influencer, mit denen ich mich ausgetauscht habe und die allermeisten, die mir halt eine Nachricht geschrieben haben. Man ist sich halt relativ einig, dass diese Frau alles, aber nicht unschuldig ist. In der Doku wurden ein, zwei Sachen angesprochen, die sie verbockt hat und sogar tatsächlich das, was sie sich bei mir geleistet hat, wie versuchtes Doxing, falsche Beschuldigungen, Beleidigungen und vieles mehr. Aber Aline hat sich halt nicht nur diese 2-3 Aktionen gerissen, sondern eher 2-300, die auch noch deutlich heftiger sind als das, was dort gezeigt wurde. Für das Gesamtbild und einer sehr guten Bewertung in diesem Aspekt von mir wäre es meiner Meinung nach einfach wichtig gewesen. Man kann das nicht ignorieren. Ich verstehe aber auch irgendwie den Approach, dass es nicht darum gehen soll, was das Bachmännchen verbockt hat, sondern halt um die Cyberkriminalität. Ja, aber man muss halt zumindest gerade bei den Reaktionen von Just Nero und den anderen halt davon sprechen, dass sie da eine klitzekleine Selbstschuld hat. Bei den heftigeren Sachen natürlich nicht, aber bei der legitimen Kritik muss man sagen, ja, dafür gab es aber auch einen Grund. Aber wenn das der Hauptaspekt sein sollte, hätte man das Losgelöste von Aline als Privatperson tun sollen. Also man kann halt nicht den großen Fokus auf sie legen und dann nur eine Seite zeigen. Das funktioniert nicht. Klar, nehmen sie als Beispiel, aber dann ein bisschen weniger sie als Mensch. Das wäre wiederum auch doof, weil man dann halt nicht diese Emotionen sieht. Irgendwie kommt man nicht drum rum, das große Ganze anzusprechen. Und was ich zu guter Letzt tun werde, die Doku Stück für Stück und Detail für Detail mit euch durchsprechen, und zwar nicht... Werden wir uns anschauen, die Videos dann. Bin gespannt. Nur die Stellen, die Fehler beinhalten und eine Korrektur benötigen, teilweise übrigens nicht, weil die Doku selber Fehler gemacht hat, sondern weil Aline einfach reden gelassen wurde. Na gut, das könnte man schon als Fehler bezeichnen. Zumindest... Ja, da kommen halt relativ viele Lügen raus, wenn man dir einfach den Mund aufmachen lässt. Muss man aufpassen, aber es ist auch schwer, da durchzublicken, wenn die dann sagt, doch, 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 das war so, ich bin Betroffene, ich erzähle euch, wie das jetzt war. Und dann sagt man der wahrscheinlich relativ schwer, ja, aber ich habe hier die Infos, die sagen das Gegenteil. Und dann sagt sie halt, ja, aber die kommen von Hatern, die sind falsch, also ihr seht doch, was die mir angetan haben. Ich wurde gedoxt, hallo, ich wurde geswattet, hallo, es hört mir mal zu, ich bin das Opfer. So, das ist halt das Problem dann. Wenn die Infos von ihr nicht doppelt überprüft werden. Was sie da nämlich stellenweise zum Besten gegeben hat, entspricht nachweislich nicht wirklich der Wahrheit. Kann halt in die Buchse gehen, wenn man sich auf Informationen von einer Frau bezieht, die es mit der Wahrheit ganz gerne mal nicht so genau sieht. Es ist kein Geheimnis, dass die Realität für Aline wie Plexiglas ist. Biegsam zu ihren Gunsten. Genauso werde ich aber auch die Hä? Plexiglas ist doch nicht nur zu ihren Gunsten biegbar. Momente hervorheben, die sehr gut waren. Und diese Doku hatte definitiv diese Momente. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Wir hören uns dann in ein paar Tagen. Hoffentlich. Bitte. Ja, gutes Video von Just Nero. Schaut vorbei. Hier ist die ganze Doku verlinkt. Ach, keine Ahnung. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch meine Reaction gefallen hat. Ich bin gespannt, wie das weiter durchanalysiert wird. Die Doku selber habe ich nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte, weil das nicht mein Thema ist, um dazu ein Video zu machen. Und weil ich ja darin auch nicht erwähnt wurde. Ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Reaction wieder.